Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurück in die Zukunft, das Spiel. Wir müssen ja jetzt verhindern, dass die Tannen-Familie, Kit Tannen, nicht, als er ist ja nicht in den Knast gekommen, so wie es eigentlich ursprünglich in der Geschichte dann gewesen ist, müssen versuchen, dass er so wie geplant, so wie es eigentlich sein müsste, dass er endlich in den Knast kommt. Denn durch irgendeinen Auslöser, oder ja, wie soll man es nennen, durch irgendeine Tat ist der Blödmann ja nicht ins Gericht, hier in den Knast gekommen. Er ist heute schon geschlossen. Wir müssen herausfinden, warum. Was ist geschehen, dass er nicht in den Knast kam? Deswegen müssen wir zusehen. Oh, Theater. Müssen wir zusehen. Frankenstein. Klasse, Frankenstein. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir es nämlich schaffen, ihn in den Knast zu bekommen. Lauf zu. Hill Valley Expo, 12. bis 15. Oktober. Visionen von morgen, schon heute. Doc sagt, dass er am Tag der Expo offiziell zum Wissenschaftler wurde. Scheint, als wäre er dem Zeitplan um Monate voraus. Ja, die haben halt schön Sachen geändert. Doc meinte, er sei dann hier, wenn er den DeLorean versteckt hat. Keine Zeit zum Haare schneiden, selbst wenn geöffnet wäre. Außerdem schneiden die nur wieder zu viel ab. Und außerdem ist das sowieso nicht offen. Es ist heute schon geschlossen. Gut, dass ich nicht dringend eine Glückwunschkarte brauche. Echt nicht? Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tannens Bar sind, richtig? Ja. Kennen Sie den Weg? Geradeaus. Immer geradeaus. Der letzte Laden vor dem Inferno. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Ach, du großer Gott. Bitte, lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen. Dein Was in Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Griglind. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Mike. Mike? Mr. Corleone, was soll diese Aufmachung? Ich ermittle undercover. Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Heidi und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Hey, Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. Also vor Schweinereien muss ich uns nicht bewahren. Gegen Zigaretten oder Tabak von mir aus. Drogen, illegale, ach, von mir aus. Alkohol, na gut, kann man ja in Maßen genießen. Aber Schweinereien, die nimmst du ja uns nicht weg. Irgendeine neue Story heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sich aus der Bar schleichen. Frankie Needles setzte seinen Wagen gegen einen Hydranten. Nichts für die Titelseite. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Das kann ich ihr nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Kit Tannen verhaftet. Halleluja!
Wann ist das passiert? Naja, bisher noch nicht, aber es wird passieren. Halt mich auf dem Laufenden. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Das kann ich ihr nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist es auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Of goals that you could name. Reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Schreckliche Musik. Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, schienen sie an ihm interessiert. Es war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus? Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Was hat Kit Hennen in den letzten 2 Monaten so gemacht? Hast du es nicht gehört? Es stand alles in der Zeitung. Ich war auf Reisen. Die Behörden wollten Tannen wegen Steuerhinterziehung verhaften. Sieht aus, als hätten sie seine Bücher von seinem Buchhalter bekommen. Ja, davon habe ich schon etwas gehört. Der Buchhalter ist natürlich verschwunden, aber die Behörden sind immer noch an dem Fall dran. Sie haben ja noch die Bücher, oder? Richtig. Falsch. Am Tag vor der Verhandlung verschwanden die Bücher direkt aus der Asservatenkammer des Gerichts. Nein. Es wurden viele Beschuldigungen laut. Aber mal ehrlich, die Stadt ist so korrupt, dass es jeder hätte sein können. Gerichtsdiener, Polizisten, Hausmeister. Dann läuft Kit jetzt frei herum? Frei, unschuldig und lacht sich in seiner neuen Bar ins Fäustchen. Die Behörden wollen ihn anklagen, aber ohne die Bücher haben sie nichts in der Hand. Hätte man Kit nicht für etwas anderes verurteilen können? Vielleicht wegen der Flüsterstube? In einer heilen Welt, ja. Aber niemand in der Stadt interessiert sich mehr für Verbrechensbekämpfung. Die Behörden wollen nur die ihnen entgangenen Steuern. Wissen Sie etwas über Officer Danny Parker? Parker? Nur noch eine verlorene Seele, verloren an Alkohol und Verzweiflung. Ich bat ihn, mir seine Geschichte für meine Kolumne zu erzählen, sozusagen als abschreckendes Beispiel. Aber er will einfach nie. Sie wissen nicht zufällig etwas über Trixie Trotter, oder vielleicht doch? Kit Tannens neueste Eroberung? Sie gibt an, eine Barsängerin aus Seattle zu sein. Aber meinen Quellen in Washington ist sie unbekannt. Mal ganz ehrlich, Trixie Trotter? Was ist denn das für ein Name? Trixie Trotter. Was ist eigentlich aus dem Brandstifter geworden? Ich wollte Ihnen gerade dieselbe Frage stellen. Mir? Halten Sie mich nicht zum Narren. Ich habe vielleicht keinen journalistisch gültigen Beweis, aber ich hörte, dass Sie bei der spektakulären Flucht von Carl Sagan vor den Behörden die Finger im Spiel hatten. Das ist eine Lüge! Fake News! Das ist eine Fake News! Dachten Sie nicht, dass Sagan unschuldig war? Anfangs schon, aber nach seiner Flucht brannten noch 2 weitere Bars. In Colfax und Georgetown. Das ist nur ein Zufall. Zufall? Oder ist unser Freund Carl vielleicht sogar ein Serientäter? Unsinn. Das stimmt nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sagan diese Brände nicht gelegt hat. Wir werden sehen. Einer der Gründe, warum ich mich immer so nah bei Tennants neuer Bar aufhalte, ist, dass ich den Brandstifter auf frischer Tat ertappen will. Eine super Story für meine Kolumne. Was haben Sie eigentlich gegen Hunde? Sie stinken, haben keine Manieren, können sich nicht um sich selber kümmern und sind ehrlich gesagt nicht sehr schlau. Wenn ich was zu sagen hätte, dürften Hunde nicht in die Öffentlichkeit. Das ist hart. Die Welt ist ungerecht, Mr. Corleone. Sie mag keine Hunde, ich mag dich nicht. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Natürlich, natürlich. Spenden Sie für den Uhrenturm. Was stimmt mit dem Turm nicht? Er ist nicht kaputt, oder? Nicht im geringsten. Puh. Er ist nur furchtbar langweilig. Ich sammle Spenden, damit ein Bildhauer ein paar schöne dekorative Skulpturen neben die Uhr setzt. Etwas, das die Menschen an ihre Bürgerpflichten erinnert. Sowas wie Löwen? Oder Wasserspeier. Ein guter Wasserspeier ist unschlagbar. Was ist das alles? Das sind meine Broschüren. Sie schildern wissenschaftlich genau die Schrecken, die jene heimsuchen, die der Versuchung des Alkohols erliegen. Verlorene Wochen? Die mag ich besonders. Es geht um die wahre Geschichte von Johnny, der in seinem Erbrochenen aufwachte und sich nicht an die letzten 2 Wochen seines Lebens erinnern konnte. Heftig. Ja, das sind sie, eine dramatische Geschichte. Lecker. Im Erbrochenen aufwachen und nicht wissen, was man gemacht hat. Nein, das muss nicht sein. Mike, gerade rechtzeitig. Hier, halt das. Wie ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig und alles nur dank dir. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Na dann, danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als ich weg war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein. Eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Aha, ich hab's. Was? Ich zeig es dir. Da bin ich aber gespannt. Startklar, Einstein? Da bin ich ja gespannt, was er jetzt macht. Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Wenn diese Stimmen 37 Kilometer pro Stunde erreichen, wirst du deinen Augen nicht trauen. Bring da raus! Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Ausbruchsächer gefunden. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Oh, ich glaube, die Uhr geht gleich kaputt. Oder? Immer. Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Oder jemanden. Ah. Er ist als angekommen. Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Was ist mit deinem Raketenauto schiefgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Warum gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Einie auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen macht. Das war, bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Weißt du etwas über Officer Danny Parker? Pa sagt, er ist ein guter Kopf, wenn er nicht trinkt. Gut. Natürlich, er trinkt in letzter Zeit scheinbar ständig. Kannst du nicht ins Gerichtsgebäude reingehen und Einstein holen?
Wenn ich meinen Job als Beamter noch hätte, sicher. Aber in letzter Zeit sind viele Beweismittel verschwunden, also haben sie die Schlösser ausgetauscht. Nun ist es sicherer als der Geldbeutel meines Dads. Weißt du etwas über Trixie Trotter? Der Singvogel aus den Sierras? Die Nachtigall des Nordens? Das Flittchen der Foothills? Nie von ihr gehört. Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Nicht? Warum warst du denn so viel? Du lügst. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Aini runterbekomme. Verschlossen. Ich muss wohl einen anderen Weg zu Aini finden. Gut, wir können ja gleich erstmal zum alten Dock gehen. Da guckt er schließlich schon aus dem Fenster. Ich will jetzt mal sehen, wo kann ich hier überall hingehen noch? Nicht anfassen! Sie sind sehr empfindlich! Entschuldigung. Nicht anfassen! Sie sind sehr empfindlich! Entschuldigung. Er hat aber immer noch kein anderer Hose sich geholt. Es ist nur Steuerungskonsole, da gibt es nichts anderes zum Anwählen. Ist heute schon geschlossen. Gut, dass ich nicht dringend eine... Ist heute schon geschlossen. Die Suppenküche. Suppenküchenkneipe. Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Das hat sich doch angehört wie unser Großvater. Jetzt hat er vielleicht die Beweise verschwinden lassen, dass er vielleicht auf die schiefe Bahn geriet. Unser Großvater hat den Tennen geholfen. Kisten mit Kohl? Ist wohl für die Suppe. Igitt? Ich gehe erst erstmal gleich zu unserem Doc. Ich werde mal sehen, was er zu sagen hat. Geht's nicht weiter. Die Tonnen haben nichts zu sagen. Die Suppenküche. Kann ich die betreten? Sieht nicht so aus. Na gut. Gehe ich erstmal zu Doc Poirot. Einstein, ich rette dich. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Es läuft der Kerl automatisch. Mal gucken, wo er hingeht jetzt. Keine Angst, mein Junge. Wir holen dich runter. Wie? Keine Ahnung, Emmett. Ich wollte ihn nur beruhigen. Doc, ich komme. Hey, Doc. Wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Ich bin bei Trixie noch nicht wirklich weitergekommen. Dann komm wieder her und fang an. Wenn sie Kit heute Abend nicht verpfeift, wird er vielleicht nie verhaftet. Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts. Solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja,
Gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau. Jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Okay. Damit du das sagst, müssen wir das machen. Ich habe nur 4 Auswahlmöglichkeiten. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Gut, also wirst du Einstein retten. Wo hast du den DeLorean geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Na, hoffentlich. Oh, das wird er wahrscheinlich noch bereuen, dass er das sagt. Garantiert kauft einer das Auto oder das Auto ist aus irgendeinem Grund weg. Garantiert. Hey, wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tennants Schlägern getötet wurde. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 geschickt. Hier komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tennant ausgelöscht wurde, Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kit Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja. Also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tennant irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten? Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tennant ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Zeitachse E. Warum sind die Tennants eigentlich immer solche Idioten? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht böse Neandertaler gehen in ihrer DNS? Versuchen Sie nicht aufzufallen, Doc. Ich bin bald zurück. Ich behalte deinen Großvater im Auge. Sie müssen erstmal das jüngere Ich also ablenken von Doc Brown. Komm, Emmett. Gibt's was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch. Es ist ein schwieriges räumliches Rätsel, das noch durch Einis verständliche Sprunghaftigkeit verkompliziert wird. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike. Aber sobald Emmett Lathrop Brown sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir in den Kopf gesetzt, deinen Hund zu retten. Hast du schon den Frankenstein-Film gesehen? Ich habe gehört, er ist sehr inspirierend. Noch nicht. Ich war so mit meinem Raketenauto beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich will heute Abend reingehen. Zumindest, wenn ich Einstein runterbekommen habe. Ah. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike. Aber sobald Emmett Lathrop, kann ihn nicht zu retten. Gut, hat er ja schon gesagt. Hatte ich auch schon, das auch. Das ist nichts Neues. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Einie runterbekomme. Ich muss den Kerl ja irgendwie ablenken. Vielleicht doch hier irgendwas an der Steuerung machen. Nicht
nicht anfassen, sie sind sehr empfindlich. Entschuldigung. Ja, zumindest ist abgelenkt, weil er dann immer vorläuft. Nicht anfassen, sie sind sehr empfindlich. Entschuldigung. Vielleicht nicht? Aus Dank für deine treuen Dienste, J.J. Valenti. Weißt du, ein Feuerzeug in Form einer Waffe ist keine sehr gute Idee. Edna! Was? Nichts Neues. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Gut, dann versuchen wir erstmal die Kneipe zu kommen. Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Wie macht sich das, Herbie? Ich schätze, so auf normalen Weg werde ich ja nicht hereinkommen. Wer sagt, ich lass dich rein? Hieronymus Bosch? Zieleidewürstchen. Zieleidewürstchen. Wer sagt, ich lass dich rein? Reineke Fuchs? Was tust du bei einem Überfall? Kätzchen streicheln gehen? Wer starb und machte dich zum Boss? Joe Piscopo? Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Bruce Springsteen? Wer sagt, ich lass dich rein? Reineke Fuchs? Was wirst du tun, wenn ich dich wegschicke? Luftsprünge machen? Wer ist der König von Siam? König von Siam? Könntest du das wiederholen? Wer ist der König von Siam? Keine Ahnung. Joe Piscopo? Wer sagt, ich lass dich rein? Reineke Fuchs? Was wirst du morgen tun? Fallgesetze überprüfen? Lass mich rein! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hätte er sein können, ich kann ihn bedrohen, angeblich mit einer Waffe. Wer hat gesagt, das wäre hier? Mentale Eingebung? Wer sagt, ich lass dich rein? Reineke Fuchs? Was wirst du tun, wenn ich dich reinlasse? Gut, das speichern wir erstmal. Na gut, oder auch nicht. Chefarzt Johnson rufen? Wer sagt, ich lass dich rein? Reineke Fuchs? Was wirst du morgen tun? Ein Buch lesen? Nochmal. Wer starb und machte dich zum Boss? Hieronymus Bosch? Wer hat gesagt, das wäre hier? Reineke Fuchs? Wir haben halt immer verschiedene Antwortmöglichkeiten für die Fragen. Wer ist der König von Siam? Hieronymus Bosch?
Wer hat gesagt, das wäre hier? Reineke Fuchs? Wer starb und machte dich zum Boss? Bruce Springsteen? Wer ist der König von Siam? Ich weiß es nicht. Amadeus? Was wirst du morgen tun? Was werde ich morgen tun? Tunlichst verschwinden? Wo willst du morgen hin? Wo willst du morgen hin? Hinfort. Willkommen bei L-Kid. Das führen wir mit den Zettel mit. Hin, hin, durch, durch, gleich, gleich. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es kopiert. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt auch die Folge erst einmal beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos von mir. Und in der nächsten Folge werden wir dann diese Kneipe mal genau durchsuchen und versuchen, etwas herauszufinden, warum dieser Blödmann nicht in den Knast gekommen ist, dieser Kid Tennen, und dass diese Frau gegen ihn aussagt. Und ich denke immer noch, dass unser Großvater Arthur jetzt scheinbar wirklich für ihn arbeiten will. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.